Ich bin Yvonne Weidner, ich bin 23 Jahre alt und studiere Maschinenbau und Praxisverbund bei der Salzgitter Flachstahl GmbH. Stuprax, das heißt Student im Praxisverbund. Und letztendlich heißt das, dass man nicht nur das normale Studium macht, sondern auch noch Praxisphasen hat. In den Semesterferien lernt man dann am Anfang erstmal den Ausbildungsberuf, in meinem Fall Industriemechanikerin. Und später läuft das dann so ab, wenn man dann wieder Semesterferien hat, kommt man wieder in den Betrieb und lernt dann schon mal ein Ingenieur zu arbeiten. Also wenn ich mit meinem Studium fertig bin, dann habe ich schon die feste Zusage, dass ich als Anlageningenieur in so einer kleineren Anlage eingestellt werde. Und wenn ich mich dann eingearbeitet habe, dann werde ich sicherlich auch an größeren Anlagen eingesetzt werden. Wir sind hier in der Ostfalia, die Hochschule für angewandte Wissenschaften. Wenn man das erste Mal hierher kommt, dann gibt es erstmal eine Erstsemesterwoche, wo man an der Hochschule rumgeführt wird und eben auch ja, die wichtigen Informationen zur Hochschule bekommt. Darüber, dass ich eine Frau bin und Maschinenbau studiere, habe ich mir eigentlich überhaupt keine Gedanken gemacht. Also ich kenne keinen Grund, warum man als Frau nicht Maschinenbau studieren sollte. Während des Studiums ist es eigentlich noch ein Vorteil, eine Frau zu sein, weil man dann gerade noch mehr Unterstützung von den Männern bekommt. Wenn man später als Ingenieur arbeitet, dann sind ja zum Beispiel auch körperliche Voraussetzungen eh nicht mehr so wichtig. Dann geht es ja eigentlich nur um das, was man im Kopf hat, und das dahin Frauen ja nicht hinterher. Ja, wir sitzen nicht nur in Hörsälen rum, sondern wir haben auch ziemlich viele Labore, wo wir ja, die Sachen, die wir in den Vorlesungen gehört haben, nochmal praktisch aufarbeiten können und mehr hinterher auch Berichte zu schreiben. Außerdem machen wir auch relativ viele Projekte. Also eigentlich gibt es jedes Semester ein größeres Projekt, was man teilweise alleine, teilweise in Gruppen dann zusammen ausarbeitet und was sich eben auch mit dem Stoff, den man in den Vorlesungen dran nimmt, nochmal beschäftigt und womit man das auch nochmal vertiefen kann. Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann habe ich nicht nur ein Studium absolviert, sondern habe ich zusätzlich noch eine Ausbildung abgeschlossen.